Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne. Auch Leipzig wurde erst im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer Großstadt und wuchs damals in eine neue Dimension. Dieser ursächlich von der Industrialisierung geförderte Prozess erschuf wie hier wie an vielen anderen Orten, auch ein neues räumliches und gesellschaftliches Umfeld. Eine neue Ausdifferenzierung der Gesellschaft ging damit einher und ein neues Grundverhältnis zwischen der neuen Schicht der Arbeiterinnen und Arbeiter und denen, für die sie arbeitet. Das 19. Jahrhundert war eine Zeit ungeheurer technischer und produktiver Errungenschaften einerseits, andererseits auch oft einhergehend mit einer rechtlich und materiell schwierigen Lage der arbeitenden Menschen und durchaus des massenhaften Elends für diejenigen, die Verlierer dieser Entwicklung wurden. Die Frage nach der Wahrung der Interessen der neuen Arbeiterinnenschicht war Teil der sich immer dringender stellenden sozialen Grundfrage und dem vielfältigen Streben nach ihrer Lösung. Diese Interessenvertretungsfrage stellt sich vor allem in jenen Regionen Europas, in denen sich dieser gesellschaftliche Wandel am fortgeschrittensten zeigte, so wie in Sachsen und nicht zuletzt in Leipzig. Ansätze der Selbstorganisation der Arbeiterinnenschicht weisen viel weiter zurück als bis in das Jahr 1863. Auch der in Leipzig gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterverein kam keineswegs aus dem Nichts, sondern er hatte gedankliche und organisatorische Vorläufer in Arbeiterbildungsvereinen, Arbeiterverbindungen und in verschiedenen Bünden. Er hatte baldige Konkurrenz innerhalb derselben Klientel, zum Beispiel die SAPD, hervorgegangen aus der Sächsischen Volkspartei und weiteren Organisationen, die Quelle der anderen sozialdemokratischen Richtungen, die Leipziger Bewegung und Liebknecht waren. Zusammen sind all sie Wurzeln der so historischen Sozialdemokratie, die sich von Anbeginn in viele Nuancen unterschied. Dabei war es ja nicht nur die soziale Frage, sondern die quer über die Parteienspektren hinweg heute kaum noch emotional nachvollziehbare Auseinandersetzung um die Frage, in welchen Grenzen sich überhaupt Deutschland definiert. Ob es nun günstig ist, sich als Direktnachfolger der weit entfernter noch dazu recht bescheidenen Anfänge zu verstehen, sei jedem selbst überlassen. Eigentlich kann man von relevantem Gewicht historischer Sozialdemokratie erst nach der Vereinigung im Jahr 1875 sprechen. Oder allenfalls 1890-91, wenn man diesen Namen verwendet, aber ein paar gute Jahre tun ja jedem bekanntlich gut. Die Sozialistengesetze verboten unterschiedslos alle sozialdemokratischen, sozialistischen und auch kommunistischen Organisationen dieser Zeit. Überhaupt wurden die drei Begriffe damals noch häufig synonym verwendet. Deswegen war die historische Sozialdemokratie und nicht im heutigen Sinne nur sozialdemokratisch, weil nicht so ein Parteinamen stand, sondern eher eine Art Oberbegriff. Das Verhältnis der aus der historischen Sozialdemokratie hervorgegangenen Kräfte war aber zu oft leidvoll geprägt von Feindschaft und Dominanzstreben und Deutungshoheit mit vielen fatalen Folgen im 20. Jahrhundert. Ungeachtet dessen ist festzuhalten, dass die Bedeutung des ADAV bis in die Gegenwart reicht, zu werden wesentlicher gesellschaftlicher Grundströmungen beitrug und sollte daher in den Denken der Stadt eine wichtige Rolle einnehmen. Geschichte ist nun mal nicht nur Vergangenheit, sondern stets Deutung der Vergangenheit. Geschichte wird geschrieben. Und es wird wohl ewig diskutabel sein, wer sie in welcher Weise schreibt. Die Genese unseres Antrags ist nun keineswegs so, wie manche sie medienwirksam unterstellt haben. Insbesondere der Vorwurf, wir würden die SPD vorführen, da betrachtet man die Antragsgeschichte gar keine reale Grundlage. Auf erste Anfragen durch die Geschäftsstelle der Linksfraktion an die Verwaltung zum Umgang mit 150-jährigen Gründungsjubiläum wurde zunächst keine Information über laufende Planung zur Setzung eines Gedenksteins weitergegeben. Durch die Verwaltung wurde uns erst auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Verhandlungen über den Gestattungsvertrag seit weit über einem Jahr laufen. Bei genauem Hinsehen also ist das so, dass, ob beabsichtigt oder nicht, durch mangelnde Informationen seitens der Verwaltung überhaupt erst die Situation konkurrierender Vorhaben entstanden ist. So einfach und so unspektakulär ist das manchmal. Sofern nun die Aufschrift gegenüber dem Ursprungsentwurf des SPD-Landesverbandes parteipolitisch neutral gestaltet wird und sich auf die Wurzel der historischen Sozialdemokratie bezogen wird, wollen wir nicht auf der Errichtung durch die Stadt bestehen, wie wir es eigentlich am Anfang gut gefunden hätten. Wir verzichten auch gern auf die konkrete Ausgestaltung der Tafel und sind gern bereit, den letzten Halbsatz des Antragstextes um 2 zu streichen, also absolut fern, um den Errichter nicht den Eindruck von zu viel Vorschriften zu geben. Dennoch wollen wir den Alternativvorschlag nicht in Gänze übernehmen. Der Antrag in der Neufassung hat die folgenden Vorzüge. Erstens ersichert die Würdigung des Ereignisses auf jeden Fall, findet nämlich kein Richter des Steins sich und derzeit ist die Stadt in der Verantwortung. Zweitens, er verpflichtet die Stadt bezüglich des Inhalts der Aufschrift im öffentlichen Raum einen ausgleichenden Einfluss abzunehmen.
Es ermöglicht dritten die Errichtung des Gedenksteins mit aushaltbaren Minderungen der Eigendarstellung und durchaus die Möglichkeit, sich als Errichterin zu verewigen. Mithin ist es auch für die Stadt viertens kostenneutral, fünftens der Stein von Niederburg würde die Historie in den Mittelpunkt stellen und sechstens sollte der Antrag Beschluss werden, sichert er auch Gewerkschaften und andere politischen Parteien und Gruppen und Personen, die sich ebenfalls in dieser Tradition befinden, sich mit dem Gedenkstein anschließend befreunden zu können. Abseits von Parteipräferenzen, wir bitten daher um Ihre Zustimmung. Wenn Sie davon mitlegen könnten, wären wir sehr froh und dann wäre alles gut. Vielen Dank.